Top Agrar Praxistest. Drei Raupenschlepper im Vergleich. Heute ist der erste Tag unseres großen Traktorenvergleichs. Diesmal haben wir uns das Thema Raupentraktoren vorgenommen. Hinter mir stehen die Maschinen, die wir in den nächsten Tagen testen werden. Wir haben zwei Fahrzeuge mit Vollraupen und ein Fahrzeug mit einer Halbraupe. Wir wollen auf dem Feld arbeiten, wir machen Zugleistung und Zugkraftmessungen. Außerdem haben wir eine Zapfwellenbremse, um die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch zu ermitteln. Außerdem werden wir an verschiedenen Tagen Leistungsmessungen auf dem Acker fahren. Bewertung des Komforts, der Handhabung, des Fahrkomforts runden das ganze Thema ab. Ich bin mal gespannt, wie sich die drei Fahrzeuge in den nächsten Tagen schlagen werden. Zum Test traten ein Claas Axion 960 TerraTrack, ein Fendt 943 Vario MT und ein John Deere 8 RT410 an. Neben den Ackereinsätzen waren wir mit den Raupen auch auf der Straße unterwegs. Dabei sind mit jeder Maschine das Top Agrar Testteam sowie viele weitere Fahrer von Lohnunternehmen und Landwirten eine immer gleiche Runde gefahren. Die Qualität der Straßen war sehr unterschiedlich. Von der glatten Hauptstraße bis zum geschotterten Feldweg. Der Claas konnte durch sein Halbraupenkonzept mit gefedertem Laufwerk punkten. Dahinter folgte der Fendt mit seinen pendelnd aufgehängten Stützrollen. Der John Deere gibt durch die starren Stützrollen viele Stöße direkt weiter. Weiter geht's für die drei Testkandidaten zur Zugkraft- und Zugleistungsmessung. Dazu stellte uns Köckerling einen 8 Meter breiten Vektor zur Verfügung, der mit Flügelscharen alle 400 PS Schlepper bis zum Stillstand bremsen konnte. Auf der Teleskopdeichsel nehmen Hydraulikzylinder die Zugkraft auf. Ein GPS-Sensor ermittelt die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit und ein Potentiometer registriert die Radumdrehungen. Daraus lässt sich der Schlupf errechnen. Wir testeten die maximale Zugkraft und die maximale Zugleistung bei verschiedenen Arbeitstiefen. Bei der maximalen Zugkraft lagen die Kandidaten auf ähnlichem Niveau. Die maximale Zugleistung des Claas lag rund 10% niedriger als bei den Vollraupen. Der Schlupfwert variierte bei allen Schleppern zwischen 2 und 8%, je nach Last. An langen Tagen mussten die drei ihr Können dann bei der Flächenleistungsmessung unter Beweis stellen. Dabei geht es neben der reinen Zugleistung auch um andere Faktoren, wie das Handling und das Motorgetriebemanagement. Dazu bearbeiteten wir mit einem Querneland Turbo T E-Tiller mit gut 6 Meter Arbeitsbreite eine Fläche quer zur normalen Bearbeitungsrichtung, um die Fahrgasseneinflüsse nicht beachten zu müssen. Wir fuhren immer die dritte Bahn, damit auch die Bodenverhältnisse für alle Schlepper gleich waren. Zudem haben wir zwei verschiedene Varianten untersucht. Einmal auf 15 cm Tiefe und mit einer Tempomatgeschwindigkeit von 12 km/h, sodass der Motor im Teillastbereich lief. Und auf 20 cm Tiefe mit erhöhtem Tempomaten, damit der Motor immer unter Volllast arbeitete. Neben den Zeiten haben wir auch den Dieselverbrauch mit Datenloggern von Exatrack getestet. Die Messwerte lagen alle recht dicht beieinander, wobei in der Tendenz das mechanische Getriebe des John Deere bei schweren Zugarbeiten etwas effizienter als die stufenlosen Antriebe lief. Alle genauen Messwerte der drei Raupenschlepper finden Sie in der Top Agrar Ausgabe 1 2021. Detaillierte Infos zu den Raupenlaufwerken und weitere Eindrücke zu den Schleppern stellen wir Ihnen in der Ausgabe 2 2021 vor. Dann gibt es für jeden Schlepper auch ein weiteres Video.